1978 erschien der Sammelband Night Shift, die in Deutschland 1984 als Nachtschicht, mit 20 Kurzgeschichten von Stephen King. 16 Geschichten waren bereits vorher in US-Zeitschriften wie The Cavalier, Penthouse, Cosmopolitan und Gallery erschienen. 17 wurden bereits verfilmt. Bei den drei unverfilmten handelt es sich um folgende. Ich bin das Tor handelt von einem Astronauten, dem Augen in den Händen wachsen. Er identifiziert sich mit einer fremden Intelligenz und sieht nun die Welt ganz anders. Der Mann, der Blumen liebte, kauft Blumen für seine längst verstorbene Frau Norma und spricht wildfremde Frauen als Norma an, um sie dann mit einem Hammer zu erschlagen, wenn er erkennt, dass sie es nicht ist. In einem auf den Weg bittet ein Mann in einer Dorfkneipe um Hilfe, da sein Wagen zusammen mit Frau und Kind nahe Jerusalems Lot im Schnee feststeckt. Die Geschichte ist eine Art Epilog oder Nachspiel zu Brennen muss Salem. Ein paar der offiziellen Verfilmungen sind Studentenkurzfilme mit Kings Erlaubnis entstanden, die sogenannten Dollar Babies. Nur drei von denen wurden auch offiziell veröffentlicht, weshalb mir nicht alle zugänglich waren. Für die Frau im Zimmer siehe Frank Darabonts Retrospektive Der Nebel. Für Briefe aus Jerusalem siehe Brennen muss Salem. Und für Kinder des Mais siehe Kinder des Zorns Special. In Das Schreckgespenst sitzt jemand bei einem Psychiater und erzählt über seine drei Kinder, die vom Schreckgespenst ermordet wurden. Alle Kinder hatten vorher Angst einzuschlafen, warnten ihren Vater und verlangten nach Sicherheit. Doch der, selber voller Angst, erduldete keine Schwäche und bietet das letzte Kind regelrecht an, um selbst verschont zu bleiben. Am Ende entpuppt sich natürlich der Psychiater als das Schreckgespenst. Die dröge und vorhersehbare 30-Minuten-Verfilmung nach einer ebenso drögen und dämlichen Vorlage erschien 1982 im Original als Night Shift Collection. Rob Savage, The Boogeyman von 2023 hat aus meiner Sicht so gut wie nichts mit der angeblichen Vorlage zu tun. Die als TV-Film realisierte, völlig sinnfreie, ultralangweilige Horror-Klischee-Weiberparade, in der Männer exklusiv für schwach, dämlich oder als Schurke im Filmtitel stehen. Boogie, also unheimlich, ist hier nur der Fakt, dass diese 0815 Streaming-Ware kurzfristig noch einen Kinostart bekam und natürlich die Energiesparmaßnahmen. Man kann oft kaum was erkennen. Handelt von zwei Schwestern, die nach dem Tod ihrer Mutter kaum Unterstützung von ihrem trauernden Vater erhalten, obwohl selber angeblich Psychotherapeut. Nach einer Sitzung mit dem neuen Patienten Lester Billings aus Kings Originalgeschichte, der den Tod seiner drei Kinder einer ominösen Schattengestalt zuschreibt, die Einleitungsszene, erhängt dieser sich in dessen Wandschrank. Von nun an scheint ein Monster von den Kindern, der Boogeyman betitelt, Jagd auf die Familie zu machen. Bei Nachforschung tut sich eines der Mädchen mit Lesters Witwe zusammen, die ihr erklärt, dass das Wesen versteckt in der Dunkelheit, da es bei Licht nicht existieren kann, Stimmen imitiert, seine Opfer verfolgt und vorm Töten mit ihnen spielt, da es sich angeblich von ihrer Schwäche ernährt. Na, wenigstens nicht von ihrer Kreativität, dann würde es vermutlich schnell verhungern. Nachdem jemand einen Abschiedsbrief von seiner jüngeren Schwester erhält, nachdem diese sich aus Verzweiflung das Leben nahm, erinnert er sich an die letzte Sprosse in der gleichnamigen Geschichte, an die sie sich als Kind festhalten konnte, als die dazugehörige Leiter beim Spielen in der Scheune brach, während er unten genug Heu ansammelte, um den sonst tödlichen Fall abzufedern. Der 10-Minuten-Film von 1987 kann die berührende Geschichte nicht wirklich anschaulich wiedergeben. In Erdbeerfrühling treibt ein Serienmörder an einem College sein Unwesen. Die Taten bleiben ungeklärt, bis sich 8 Jahre später ein weiterer Mord ereignet und sich der Erzähler der Geschichte allmählich seiner eigenen Gedächtnislücken bewusst wird. Ist er vielleicht selber der Mörder? Der 8-Minuten-Film von 2001 stellt die Geschichte aus meiner Sicht recht anschaulich dar. In nächtliche Brandung verbringt eine Gruppe überlebender Jugendlicher eine Nacht am Strand nach dem Ausbruch von A6 aka Captain Trips, eines tödlichen Grippevirus. Siehe auch einfach aus dem Fenster. Das heißt, falls man den aktuellen Fake-Zirkus, den Regierungen, Medien und andere Faschisten gerade mit Corona veranstalten, glauben kann. Die Geschichte ist ein Vorreiter von Kings Roman The Stand, das letzte Gefecht. Siehe dazu die gleichnamige Retrospektive. In Ich weiß, was du brauchst, hat ein Mann auf unheimliche Weise ein Gespür für die Bedürfnisse und Wünsche seiner Freundin, da er schwarze Magie verwendet, um sie zu täuschen. Falls die Trucks aka Rea M Review mal wieder von Google/Zensor Tube gesperrt
gesperrt wurde, findet man die und anderen unter fadenscheinigen Gründen zensierten Content mit etwas Glück am besten auf zurzeit noch relativ unzensierten Plattformen wie meinen Telegram, BitChute oder Odyssey-Kanälen. Die heißen ebenfalls Der Japango bzw. die englische Version The Lone Wolf Cup. 1985 Katzenauge von Louis Teague, siehe auch Cujo, besteht aus drei separaten Geschichten, in denen dieselbe Katze auftaucht. Die ersten beiden basieren auf Quitters Inc. und Der Mauervorsprung. King hält sich mit seinem Drehbuch äußerst treu an seine Vorlage. In der ersten und mit Abstand besten Geschichte wendet sich jemand an die Firma Quitters Inc., die versprechen, dass sie jedem das Rauchen abgewöhnen können. Das schaffen sie durch eine aufwendige, unauffällige Totalüberwachung der Kunden, deren Strafe beim Rückfall darin besteht, zuzusehen, wie eine geliebte Person, in diesem Fall Frau und Kind, mit Stromschlägen gefoltert wird. In der deutlich schwächeren, aber immer noch passablen zweiten Geschichte rächt sich ein reicher Geschäftsmann an dem heimlichen Liebhaber seiner Frau. Er erpresst ihn mit Androhung von Gefängnis und gefälschten Beweisen, auf einem schmalen Mauervorsprung über dem 40. Stockwerk von seinem Hochhaus einmal rund um das Haus zu gehen. In der etwas besseren dritten Geschichte rettet die titelgebende Katze ein kleines Mädchen vor einem Troll, der sich in deren Wand eingenistet hat und ihr nach dem Leben trachtet. Keine Adaption, aber eine ähnliche Handlung wie Quitters Inc. hatte auch Bigelow's Last Smoke aus demselben Jahr. Episode 21 der ersten Staffel von Geschichten aus der Schattenwelt, mitproduziert von George A. Romero. In der äußerst interessanten Folge wacht jemand in einer Nachbildung seiner Wohnung auf, beaufsichtigt von einem Suchtberater, der ihn nur gehen lässt, wenn er mit dem Rauchen aufhört. Anurag Kashyaps indischer Film No Smoking von 2007 hingegen basiert auf Kings Vorlage. Die surreale Geschichte handelt über einen Mann, seine Abhängigkeit vom Rauchen und eine mysteriöse und mächtige Organisation, die behauptet, solche Abhängigkeiten zu heilen, wenn auch auf sehr ungewöhnliche Weise. Der aufwendige, geniale Geheimtipp wurde völlig zu Unrecht von Möchtegern-Kritikern verrissen und spielte damals nicht mal ein Fünftel seiner 3 Millionen Dollar Kosten wieder ein, was ihn in Indien den Titel größter Flop des Jahres einbrachte. Der Film ist in Indisch, genauer gesagt Hindi, aber in einigen Schlüsselszenen fallen englische Sätze, was dazu führt, dass man der Handlung auch als Ausländer relativ gut folgen kann. Ähnlich wie bei John Carpenters Das Ding dauerte es viele Jahre, bis Kritiker den kafkaesken Film zu schätzen lernten, der völlig zu Recht nachträglich mehrere Filmpreise erhielt, heute mit Werken von David Lynch verglichen wird und einen wohlverdienten Kultstatus unter Fans hat. '86 geht es im äußerst sehenswerten animierten 10-minütigen russischen Dollar-Baby-Schlachtfeld, ähnlich wie in der gleichnamigen Vorlage, um einen Auftragskiller, der von seinem letzten Opfer ein Paket mit Spielzeugsoldaten erhält, die zum Leben erwachen und sein Apartment in das titelgebende Schlachtfeld verwandeln. Erneut brillant verfilmt als einstündige erste Episode der achteiligen TV-Serie Nightmares and Dream Escapes von 2006. Sie weicht nur in einigen Details von der Vorlage ab, wie den hinzugefügten Elite-Soldaten-Sonderfight am Ende mit Mini-Nuke. Im Original übersieht er diese einfach nur in der Kiste. Der von einem Hausbesitzer engagierte Rasenmähermann, 1981 als Comic erschien in Bizarre Adventures, Ausgabe 29, kriecht in der gleichnamigen Geschichte hinter dem selbstfahrenden Rasenmäher her und frisst das frisch geschnittene Gras. Als der Hausbesitzer die Polizei ruft, muss dieser um sein Leben fürchten. Es gibt auch eine eher uninteressante 12 Minuten Dollar Baby Version von 1987. Der gleichnamige, grauenhaft langweilige Film von 1992, in dem Job, ein geistig zurückgebliebener Hilfsgärtner, durch Drogen und Cyberspace-Computerexperimente intelligent wird und nun natürlich die Welt beherrschen möchte, hat, was für ein Schock, nichts mit der Kurzgeschichte zu tun. Weshalb King auch mehrfach erfolgreich gegen die Verwendung seines Namens klagte. Er spielte sein 10 Millionen Dollar Budget allein in Amerika dreifach wieder ein, wurde
aber von Kritikern und Publikum völlig zu Recht verrissen. Die Fortsetzung von 1996 mit neuer Besetzung, in der Job in einer Art dystopischen Zukunft wiederkehrt und erneut erfolglos versucht, die Welt zu beherrschen, ist noch schlechter und konnte von seinen 15 Millionen Dollar Kosten noch nicht mal ein Fünftel in Amerika wieder einspielen. Er hat neben seiner völlig uninteressanten, konfusen Handlung ebenfalls grauenhafte Effekte, die schon damals, ähnlich wie beim Vorgänger, aussahen wie ein billiges Computerspiel und schon völlig veraltet waren, bevor der Film rauskam. 1990 orientiert sich Ralph Singletons Nachtschicht eher lose an Kings gleichnamiger äußerst interessanten Kurzgeschichte, hier in Deutschland Spätschicht. Als die Mitglieder eines firmeneigenen Säuberungstrupps in den Kellergewölben einer baufälligen Fabrik gegen eine Rattenplage vorgehen, stoßen sie auf ein gefräßiges Monster, das sie nach und nach dezimiert, bis sie es am Ende besiegen. Der äußerst langweilige Möchtegern-Schocker spielte sein knapp 11 Millionen Dollar Budget in Amerika wieder ein und wurde völlig zu Recht von den meisten Kritikern den Ratten zum Fraß vorgeworfen. Die Story zieht sich so einiges aus dem Arsch, ich meine natürlich, dichtet jede Menge Elemente zur Kurzgeschichte dazu. Wie den nutzlosen Kammerjäger mit nervtötenden Vietnam-Stories, die gesamte weibliche Belegschaft mit noch nervtötenderem, völlig an den Haaren herbeigezogenem Beziehungsgedöns, das oberschurkische Verhalten des Vorarbeiters, sämtliche Todesfälle vor der Säuberungsaktion, alle Szenen außerhalb der Fabrik und das Happy End. Im Original ist es eine 40 Mann starke Säuberungstruppe und der Hauptcharakter ist auch nicht gerade frisch eingestellt worden. Er stirbt am Ende, bevor er seine wartenden Kollegen warnen kann, die gerade dabei sind, ihm zu folgen. In Tom McLaughlins US-TV-Film Manchmal kommen sie wieder von 1991 kehrt ein Lehrer mit Frau und Kind in die Stadt zurück, in der vor 27 Jahren sein Bruder von Halbstarken in einem Tunnel erstochen wurde, die danach selber dank seines Zutuns einem Zug zum Opfer fielen. Diese kehren nun als Zombies zurück, terrorisieren und töten Menschen völlig ungestraft und unbehelligt von der Polizei oder Behörden und wollen sich an ihm und seiner Familie rächen, weil, ist halt so. Mit der Hilfe des Geistes seines Bruders kann er sie am Ende besiegen. Der aus meiner Sicht zum Kotzen langweilige, unlogische und völlig überbewertete Schwachsinn benutzt im Gegensatz zur um Klassen besseren Originalgeschichte billigste Tricks, um künstlich erfolglos Suspense aufzubauen. Wie jede Menge nerviger Flashbacks, alberne Zeitlupe und peinliche Weichzeichneroptik. In Kings Geschichte ist das Paar kinderlos und die Frau stirbt irgendwann. Aber nicht alle Schüler, die ersetzt werden, sterben. Einer zum Beispiel flieht einfach nur. Es gibt auch keinen Besuch am Brudergrab und keinen Tunnel, sondern nur eine Eisenbahnbrücke, unter der der Mord damals stattfand. Im Buch konnten die Täter entkommen und starben alle, bis auf einen, der in der Geschichte nicht weiter auftaucht, Monate später bei einem gewöhnlichen Autounfall. Außerdem sehen die Zeugen ebenfalls das Fahrzeug und die Angreifer und der Lehrer ist nicht automatisch der Hauptverdächtige. Nachdem ihm klar wird, dass er es mit übernatürlichen Kräften zu tun hat, besiegt er sie, indem er selber einen Dämon beschwört, dem er das Blut einer Katze und zwei Finger opfert. Teil 1 ist aber immer noch hohe Kunst verglichen mit der grauenhaft schlechten Fortsetzung von 1996, die nichts mit den Vorgängern zu tun hat. Hier kehrt ein Lehrer mit Tochter zurück in die Stadt, in der vor 30 Jahren seine große Schwester einem Ritualmord zum Opfer fiel, bei dem er es geschafft hat, den Mördern per Stromschlag den Saft abzudrehen. Die kommen nun, wie üblich, völlig unbehelligt, mordend als Zombies mit Drehbuchzauberkräften wieder, um natürlich seine Tochter zu holen und können, weil Skript, nur durch ein Fingeropferritual aufgehalten werden. Aber manchmal kommen sie wieder, ist immer noch Citizen Kane verglichen mit dem unschaubar langweiligen dritten Teil von 1998. Das ultra billige, offensichtliche Das Ding-Plagiat hat noch weniger mit seinen Vorgängern zu tun und spielt sogar in der Arktis. In Manchmal kommen sie schon wieder, finden nach einem Notruf Militärpolizisten in einer einsamen Forschungsstation neben jeder Menge Leichen draußen, drinnen nur eine Ärztin und einen Wissenschaftler vor. Nach einiger Zeit erscheinen einige der restlichen vermissten Mitglieder, obwohl die eigentlich draußen erfroren sein müssen. Und es stellt sich raus, was für ein Schock, dass hier wohl jemand mit dem Teufel im Bunde war.
In Tobe Hoopers, The Mangler, zu Deutsch Der Wäschemangler von 1995, untersucht ein Polizist seltsame Todesfälle, die alle mit einem mysteriösen Heißmangel in der Wäschefabrik des offensichtlichen Schurken Marke Mr. Evil in Verbindung stehen. In der Maschine sitzt offenbar ein Dämon, der seit Jahrhunderten regelmäßig mit jungfräulichen Menschenopfern gefüttert werden muss. Beim Versuch, diesen auszutreiben, macht sich die Maschine selbstständig und fängt an, sie zu jagen. Der grauenhaft dröge, ultra-fake aussehende Langweiler mit lahmen Effekten und nicht angegebenem Budget spielte in Amerika keine 2 Millionen wieder ein und war mit großer Wahrscheinlichkeit ein Flop, der völlig zu Recht von Kritikern und Publikum durch die Mangel gedreht wurde. Die Geschichte von King funktioniert sehr gut als unheimliche Kurzgeschichte. Der Film jedoch macht den fatalen Fehler, die Handlung auf Brechen und Biegen unnötig auf Filmlänge platt zu walzen. In der Originalgeschichte wird der Besitzer nur kurz erwähnt, ist nicht der Oberschurke, hat keinen Pakt mit dem Dämon, opfert diesem nicht ständig 16-jährige Jungfrauen und so weiter. Die Kühlschranksequenz ist im Buch nur eine von der Haupthandlung unabhängige Geschichte, die der Polizist nur erzählt bekommt. Es gibt am Ende zwar einen fehlgeschlagenen Exorzismus, aber die Maschine kehrt nicht wieder zurück, sondern schleicht nachts durch die Straßen. Seit 2001 geht es in dem kanadischen Billigschrott The Mangler 2 um ein Computervirus namens Mangler 2.0, der rein gar nichts mit seinem Vorgänger zu tun hat. Es geht um die Tochter eines Computerfirmenbesitzers, die sich warum auch immer in dessen Sicherheitssystem hackt und dabei besagten Virus runterlädt, der sich selbstständig macht und Leute tötet, weil Skript. Der völlig unschaubare Mist sieht aus wie ein Heimvideo, hat aber angeblich 4 Millionen Dollar verschlungen. Er müsste schon 100-mal besser sein, um überhaupt erst auf die Verrissliste zu gelangen. Ähnliches gilt auch für den US-Abfall The Mangler Reborn von 2005, dem man sein schmales 200.000 Dollar Budget mehr als deutlich ansieht. In dem Scheiß baut ein Techniker die Teile des Originalmanglers in seinem Haus wieder zusammen und geht auf Streifzüge, um diesem menschliche Opfer zu besorgen, da sonst warum auch immer sein Körper verrottet. Für dieses verrottete Franchise allerdings gibt es kein Heilmittel. Ich vermute, Teil 2 und 3 haben durch Verbreitung tödlicher Langeweile mehr Leute auf dem Gewissen als der Mangler selbst. Im 2019 erscheint Graue Masse als 20-minütige erste Episode der 12-teiligen ersten Staffel der TV-Serie Creepshow. Nachdem ein Trunksüchtiger eine vergammelte Bierdose leer trinkt, verwandelt er sich vor den Augen seines verängstigten Sohnes allmählich in ein schleimiges Monster. Drei Trinkbrüder aus der örtlichen Kneipe brechen auf, um nach dem Rechten zu sehen. Aber das Monster hat bereits Menschen auf dem Gewissen und ebenso die Fähigkeit, sich zu teilen. Die relativ vorlagentreue TV-Version hat ein etwas anderes Ende, in dem die Monster die Kneipe und die Leute attackieren, während diese in der gleichnamigen Vorlage nur auf dessen Ankunft warten.